Hallo Leute, hier sind wieder McQuistle 2051. Maruna im See. Und Shadow TSS. Willkommen zu Sky Factory Let's Play Nummer, keine Ahnung. Also bei mir ist 35. Jo. Ihr müsst eure Taste drücken, wir hatten uns doch extra auf Push to Talk geeinigt. Bei mir ist 35. Ja, dann ist es bei mir ungefähr 20. Ja, du hast ja 15 Folgen nach mir angefangen. Shadow TS müsste es, glaube ich, die fünfte oder die vierte sein. Genau. Wow, und wir sind hier weit weg von zu Hause im Bett. Im Feld. Das kommt von deinem Singen von eben. Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei. Ja, ja. Ja, ihr baut hier schön Farmchen. Gib mir Mühe, dass es gut aussieht. Und ja, ich lasse euch hier mal allein, ihr baut schön weiter und ich kümmere mich weiter um Tomcraft. Jo. Nein! Mann, bei mir hängt es immer rum. So, endlich zu Hause, fast. McPisto? Wieder ein Junk-Fehler. Ja. Baust du mich noch für die Deep Storage Units oder? Nee, das klappt. So, cool. Leute, ich habe letztes Mal geguckt noch, beziehungsweise eigentlich kurz vor der Aufnahme heute. Dann würde ich jetzt beginnen mit Lava-Produktion, oder? Das wäre sinnvoll. Bei den Research Notes. Das lass mich nachher helfen. Ist quite gut, dann machen wir das zusammen. Scribing Tools und Papier brauchen wir im Inventar. Dann müssen wir uns vor Manomicum gucken und dann gucken wir gerade hier mal. Knowledge is Power. Wir haben hier, ich habe hier schon zwei Stück gemacht, nämlich Nitor und Alumentum. Und die Sache ist die, wenn die blinken, kann ich da draufklicken. Dann Research Note is added. Dann habe ich die hier drin. Ja, da wird dann was erstellt, meets Magic, Metall meets Magic, dann probieren wir das einfach mal aus. Metall und Magic. Achso, nee, Quatsch. Wir brauchen noch von diesen grünen Energiekabeln. Wie stellt man die her? Moment, kurz, lass mich noch die DSU fertig machen. Ah, wir müssen gucken, was da zueinander passt, damit sich die zwei verbinden. Und ich weiß mal wieder nicht, wo ich anfangen soll. Magie. Weiß ich auch nicht, aber ich habe hier eine Seite gefunden, wo alle Researches draufstehen. Und da gucke ich jetzt gerade mal nach. Muss ich nur wissen, wie die Note heißt. Magical Metallurgy. Dann klicke ich mir nochmal Magical Metallurgy. War ja ganz easy. Mordo. Ja. Was ist denn hier los? Das wie war die Frage nochmal? Wie die grünen Energiekabel hergestellt werden. Das stimmt auch. Das stimmt nicht. Hä? Bist du? Ja, ich bin am gucken, Moment. Wie gesagt, Push-to-Talk-Taste irritiert mich. Wir müssen jetzt hier noch das fehlende Element finden, was die zwei vereint. Metall und Ordo war. Wirklich tut er bei mir Dauer senden. Ich weiß nicht warum. Ich hab die falsche Taste belegt wahrscheinlich. Stell's doch einfach um. Also wir müssen jetzt hier das fehlende Element finden. Keine Geduld dafür gerade. Das ist Luft. Und mal lieber, was ich gerade noch machen würde. Wasser? Nein. Feuer? Auch nicht. Verdammte Axt! Wir könnten das probieren, wir könnten das hier einfügen. Wir könnten einfach auch in Formanomicum gucken. Du meinst die Item-Conduit-Kabel? Okay.
Nein, die Ender Energy Conduits, die grünen. Ach verdammt. Okay, ich habe den Leuten gerade erzählt, wie ich Item Conduits herstelle. Ja, das ist ziemlich einfach. Also. Du musst Vibrant Alloy herstellen im Alloy Smelter. Wir haben nur noch einen, deswegen geht's nicht. Willst du da kurz die Dinger reinschmeißen für den Energie... Wie heißt das Ding? Energetik... Alloy. Das dauert Redstone, Glowstone, Redstone, Glowstone und Gold. Ich täusche gerade. Ich habe wohl eine andere Version hier vorliegen von den Research Notes. Deshalb muss ich jetzt trotzdem suchen. Wow, das ist ja krass, der zeigt dir hier alles an, wo was drin ist. Ich glaube, das hier habe ich noch gar nicht. Ah doch, da habe ich 3 Stück davon. Warte mal, da war noch. Border und Feuer, Ignis. Du weißt auch, wie man sie baut, ich muss es nicht nochmal für dich erklären, oder? Ich müsste es wissen, ja. Weißt du wirklich, wie weit das Material nochmal... Dann probieren es mal so und dann haben wir da nochmal Stellen. Welches da gebraucht wurde. Ich weiß leider nicht, was die Verbindung zwischen Metall und... Redstone, Gold und Glowstone, dann kommt Energetic Alloy, das brennt sie dann mit einer Enderperle, dann haben wir die Ender Alloy Dinger da, wie sie auch immer heißen. Ich hatte ja gerade... Vibrant Alloy und die dann 3 so Stück mit den Conduit Binder umwickelt und dann hast du die Energie Conduit. Oh, ein Sim Ender. Kannst du das vielleicht nebenbei machen? Geht das oder? Kriege ich schon irgendwie hin. Weil sonst muss ich immer hin und her rennen. Terra. Metallum hat Terra. Und mit Vitrus. Boah, dass wir so lange brauchen, um ein so ein scheiß Research zu machen. Das muss ich nächste Folge auch ein bisschen vorbereiten. Also, was habe ich gesagt? Hab schon wieder vergessen. Mann, ich vergesse die ganze Zeit, was ich machen will. Oder was ich brauche. Und ich dachte, du vergisst, auf die Taste zu drücken. Nein, das weiß ich schon. Nein, ich hab's doch nicht. Warte. Wird Varuna heute auf die Lösung kommen, was er machen wollte? Gute Frage, nächste Frage. Haben wir irgendwo Obsidian hier vorne? Glaub ja, in der Blöckelkiste. Aber sehr wenig. Das zusammenfinden. Deswegen wollte ich halt die Lava. Produktion starten. Och, das ist ja ärgerlich. Wir können auch die Maschine benutzen. Lava-Fabrikator. Könnte mal jemand pennen gehen? Moment. Absack. Ich krieg alles Mögliche hin und nicht das, was ich brauche. Und verplempert halt mein ganzes. Das hier war es doch. Und das hier. Nein, wieder nicht. Ich kann es mitnehmen. So. Und so. Die verbinden sich nicht. Oh, was brauche ich denn da noch? Wo sind denn die Blaze Rods hingekommen? Da, wo die Enderperlen waren. Genau. Der Shadow TS hat ein bisschen Danke. Die Kisten aufgeräumt. Wenn du mehr brauchst, musst du halt hinten an der goldenen Kiste gehen. Oh, und wir schaffen es immer noch nicht, dieses komische, blöde, dumme Research zu machen. Das kann ja wohl nicht sein. Magic und... Ich bin irgendwie so konzentriert. Ich könnte irgendwie voll wenig reden. Also... Untot oder Metall. Nee. Also ich habe hier wirklich, ich habe hier einfach bei dem, was ich hier in der
Oh, aber ich habe keine Ink mehr. Na toll. Müssen wir hier ein bisschen auftanken. Das, was ich hier vorliegen habe, ist ganz einfach. Da ist ein Order zu Metall, aber das verbindet sich ja schon nicht. Von dem her habe ich eine andere Version. Ich hatte irgendwo noch Fass-Upgrades über. Wo sind die denn gelandet? Ich habe keine gesehen, ich habe mir selber welche gemacht. Mein Handy ist auch noch aktiv. Helf mir bitte! Ah, das gibt's nicht. Ich bin schon 10 Minuten dabei, so eine scheiß Research zu machen. Okay, warte. Wir waren schon hier. Dann hat man das hier. Es läuft ja super heute. Also, und das hier ist Auto Regular. Und dann hat man hier, glaube ich, eigentlich schon vielleicht Modus. Modus geht. Hier hin. Und das dann? Das geht nicht. Gibt es einen Trick, wie man einen Chunk-Fehler beheben kann? Dafür gibt es irgendeine Tastenkombination. Ich weiß es gerade nicht. Das wäre jetzt meine Vermutung gewesen, aber ich hätte es nicht sicher sagen können. Ich habe es geschafft, ich weiß zwar nicht wieso. Ansonsten ausloggen, neu einloggen. Weil das hier ist also nur Modus auf dem Server. Sinnlos gewesen. Aber wir haben hier Magical Metallurgy. Ich habe es endlich geschafft, das gibt's gar nicht. Dann müssen wir uns nochmal ein- und ausloggen. Ja, das heißt, wir haben jetzt erlernt, oder wir können jetzt theoretisch, wenn wir hier ich sehe wieder was. Draufgehen, dann sehen wir hier. Wenn man Eisen reintun und 4 Precantation, also 4 Magic und Eisen, dann kommt ein Taumig Ingot raus. Das ist schon mal ganz cool. So, habe ich jetzt hier. Oh, jetzt habe ich wieder ein paar Research erstellt. Research und Metal Transmutation. Gucken wir auch mal gerade. Vielleicht stimmt da ja der Research, den ich da auf der Website gefunden habe. Einmal Wasser. Guck, stimmt auch schon wieder nicht. Das gibt's nicht. Oh du. Ach, das geht ja auch nicht. Warte, was? Das da ging. Ich hatte da Diamanten. Kristallum. Nitrus. Und zudem muss eigentlich Pflanzen. Gehen, dachte ich. Habe ich gedacht. War aber falsch gedacht. Weiß nicht, aber vielleicht geht eine ziemlich langweilige Folge, ich weiß schon. Ja, das geht. Und das muss eigentlich Baum sein. Nein. Das hier? Na, halber. Und wenn wir da jetzt das da machen? Luft. Luft da rein. Auch nicht. Oh, das ist ein bisschen Try and Catch. Also ich probiere hier ziemlich viel aus und schaff's doch nicht. Chaos Destruction, das passt eigentlich überhaupt nicht. Aber das war richtig. Glaube ich. Ja, das hat wirklich. Und wenn wir dann hier noch Fitness dran machen, nee. Knackt es bei mir die ganzen. Wo ist denn die Stimmgabel hin? In die Kiste rein. Ja, cool. Ich sehe gerade, in der Kiste sind die Fässer, die ich überall gesucht habe. Ja, guck sie mal. Hättest du nur nach der Stimmgabel gesucht, hättest du sie auch gefunden. also, wir haben hier... Hab halt ein paar mehr hergestellt, was soll's. Destruction und das da. Ach, die Fässer hast du gemeint. Das ist schwer.
Da folgt auch nur im Kreis rum und weiß nicht, wo ich hingehöre. Also ich checke überhaupt nicht, was ich wirklich brauche, weil ich nicht weiß, was in welcher Kausalität steht. Geht das? Nee. Oh, das ist ganz schön übel. Das auch nicht. Also, das ist wirklich Try and Catch und um Glück haben. Und wo sind die Dollies? Werkzeugkiste. Okay, war gut sortiert. Oh, was hing denn mit Verzauberungen zusammen? Was hab ich auch nicht sortiert. Da genommen gehabt. Also es ist wirklich total übel. Weil ich die ganzen Zusammenhänge noch nicht verstehe. Na, ja, schon wieder, kein Ink mehr. Oh. Was ist denn Metall und das? Ist es Luft? Oh, was ist? Das steht im Zusammenhang mit Metall. Luft. Luft. Hier? Nein. Wasser? Hier? Nein. Aliens? Nein. Oh Mann! Nether. Auch nicht. Oh, Ignis. Ich check's nicht. Irgendwas stimmt bei der Wasserversorgung nicht, aber ich finde die Fehler nicht. Jetzt haben wir hier Ordo und Perditio. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir das vielleicht doch irgendwie noch hinkriegen. Wäre cool, wenn wir wenigstens nur einen Research hinkriegen würden. Und jetzt habe ich mich wieder verdrückt, wieder ins falsche. Ne, auch falsch. Hier. Na, also warte mal. Ordo und Perdition. Er und Herber, okay. Also die Zusammenhänge, die muss ich mir alle noch irgendwie ins Hirn hämmern. Ordo. Wir können natürlich fünfmal um die Ecke gehen. Ist aber eigentlich nicht Sinn der Sache. Das hier. Okay. Vielleicht haben wir es gleich. Das hier. Tada! Weil der Aspekt hier, also der Permutation, der hat beide, der entsteht aus beiden Elementen zusammen. Entgehst du? Ja. Moment. Haben wir noch was geschafft. Jetzt gucken wir hier nochmal, vielleicht sind wir diesmal ein bisschen schneller. Ja, fangen wir gleich wieder falsch rum an. Ja. Und was haben die zwei zusammen? Wahrscheinlich Metallum. Weil, das kann ich dran machen. Genau. Ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen was im Kopf. Also, wir haben Research completed, Metall und nochmal Metall Permutation. Hier ist noch ein zweiter Silverwood gebaut. So, ich habe meinen Teil gerade erklärt. Was möchtest du? Wir suchen mal die Hexe noch davon. Ich habe gerade vergessen, warte mal kurz. Achso, ja, genau. Wann wollen wir das mit dem Lava-Ding machen? Das würde ich sagen, machen wir nicht im Let's Play, sondern am besten gleich danach. Okay. Zwischen diesem und dem nächsten. Okay. Ja,
Du hast ja hinten schon so ein Fass, du hast ja das Fass kombiniert mit einem da hinten. Das heißt, wir haben hinten die unendlichen Cobblestones von hier vorne, oder? Ja. Genau, mit dem machen wir das nachher. Gut. So, und ich bin eigentlich auch durch mit der Aufnahme. Warte. Wie schaut es denn bei euch mit der Aufnahmezeit aus? Du bist für die Zeit zuständig. Richtig. Die Zeit sagt, 21. Minute läuft. Okay, dann nicht mehr allzu lange. Ja, ich bin soweit durch. Ich habe es inzwischen geschafft, 4 Research Notes zu machen. Nicht schlecht. Nachdem ich für die erste ungefähr 10 Minuten gebraucht habe, gingen die anderen 2 in 5. Oder 7. Man wird immer schneller, weil man besser weiß, wie es geht. Ja, die Kausalität ist so schwierig, also zu wissen, welches Element mit welchem zusammenhängt. Welches Element? Achso. Aber wenn ich das noch ein bisschen raus habe, dann geht es ruckzuck. Wo bist du denn, Mephisto? Vorne. Ich suche gerade unseren Clay. Wir hatten irgendwo ganz viel Clay einsortiert, aber ich weiß nicht, wo der ist. Wir haben noch ein. Also, wenn du den Hochclay haben willst, den habe ich in der Kiste unterm Greenstone. Wie wär's denn, wenn du den hier nimmst, der beim Sludge-Boiler steht? Oder ich wollte ja schon zerkleinerten haben. Irgendwo haben wir ja zerkleinerten Clay. Ach so. Ja, wie gesagt, da neben dem Mechanistics Workbench in der Kiste. Wenn ihn jemand sieht, ich nicht. Na, nimm doch einfach den aus dem Ding und tun Shapeless craften. Ja, ich weiß, ineffektiv. Also, aber wie gesagt, ich bin eigentlich durch mit meiner Folge. Ich gucke jetzt bloß ein bisschen rum, was die anderen. Mann, nein! Vielleicht erlebt man noch einen Tod von Shadow. Bist du tot? Nee. Oh. Hat dir gerade den Zuschauern noch einen Tod versprochen? Nein! Da musst du schon selber vorbeikommen, da kannst du nicht Creeper schicken. Kacke. Was hast du denn gemacht? Ich habe eine Enderperle in der Hand gehabt und habe den Ofen daneben geklickt. Ich habe sie hinten an die Wand geworfen, bin dorthin teleportiert worden und konnte dann nichts mehr machen, außer fallen. Okay, das war's für mich von heute. Das nächste Mal sammle ich den Kram da unten dann einfach mal ein. Wie war das? Wir hatten ja schon mal so eine Rettungsmission. Da ändert sich nicht viel dran. Wie war das? Ich hatte den Zuschauern noch einen Tod versprochen. Hab ich nicht gehört. Ja, hat trotzdem gepasst. Gute Köpfe, hier. Das zu dem Thema Tod. Ja. Also, ich möchte mich bei allen Zuschauern bedanken, die zuschauen. Ja, ich auch bei allen, bei denen, die zuschauen und bei denen, die nicht zuschauen. Und die werden das auf jeden Fall mitbekommen. Genau. Gleiches gilt auch für mich natürlich. Ja, schaut auch mal bei den anderen zwei vorbei, die stehen in der Beschreibung. Ja, ich muss mal Bruno mal noch die Beschreibung hinzufügen. Er hat mich schon drum gebeten, das kommt noch. Ich muss aber das neue Bild noch machen. Du hast Baruda dich in der Beschreibung hinzugefügt. Eigentlich müsste ich dich gleich aus dem Projekt verbannen. Ups, was habe ich jetzt? Er steht als Suchbegriff drin. Wenn du Baruda MC suchst, müsstest du theoretisch die Videos hier finden. Theoretisch. Ja. Und wie ist es praktisch? Also du meinst, als Tag stehe ich drin bei dir. Nein, das ist dieser unbekannte Text unten, diese Tags. Doch, hast du gesagt Text, ja. Ich habe wie Text geklungen, sorry. Ja, als Tag unten drin. Ich muss das nur noch als Standard-Tag reinfügen. Finden wir schon noch raus. Ich glaube, die Folge war jetzt gerade bei mir richtig, richtig leise. Ich habe fast gar nichts geredet, weil es auch nicht viel zu sagen gab. Also ich glaube, meine Zuschauer können das dementieren. Sieht bei euch der Himmel auch gerade so cool aus? Ja, da hinten. Weiß ich nicht, bin ich draußen, ich bin gerade drin im Moment. Der Flux oder so, der da durch die Gegend fliegt. Das sieht normal aus. Wenn ich jetzt freie Sicht hätte, aber da steht die Fabrik vom Ding. Also sieht auf jeden Fall. Ich wäre dann durch. Ah, wir haben mich schon bedankt. Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, vielen Dank. Ciao. Ciao, Leute. Ciao, Leute.